Die Gamescom ist rum. Dieses Jahr hatte ich leider nur einen Tag Zeit, sie zu besuchen. Als ich auf dem Discord-Server das Event Gamescom Anfang des Jahres einstellte, fragten sich allerdings einige User, was hatten die Gamescom mit Retro-Hardware zu tun? Naja, normalerweise denkt man bei der Gamescom an riesige Hallen mit verkleideten Gamern, gigantischen Displays und kuriosen Ständen. Fantasievolle Riesenfiguren wie diesen Lego Bowser oder auch die total bekloppte Raketenziege vom Goat Simulator 3. Auf der Gamescom gibt es aber auch eine große Retro-Area, in der man alte Konsolen und Heimcomputer ansehen und ausprobieren kann. Retro zum Anfassen also, bei dem man auch das ein oder andere seltenere System entdeckt. Es gab dort große und kleine Arcades sowie Flipperautomaten, die man natürlich alle ausprobieren und testen durfte. Jede Menge klassische Retro-Konsolen und Heimcomputer standen zum Daddeln bereit, darunter natürlich die üblichen Verdächtigen von Nintendo und Sega. Aber es gab auch Kurioses zu bestaunen. Wer noch nie in den 90er eine Runde Hugo übers Telefon gespielt hat, konnte dies hier nachholen und zwar ohne sich das Portemonnaie zu leeren. Mit diesem Telefoncontroller, dem Hugo Phone, kein Problem. Es gab sogar ein nachgebautes Retro-Zimmer mit Ärzte und Star Trek-Poster. Cool. Wer übrigens noch Platz in seinem Wohnzimmer hat, hier der passende Controller dafür. Aber es gab auch Neues zu berichten. Gamescom-like wurden natürlich auch in der Retro-Area neue Spiele für alte Systeme präsentiert. Hier Frogs und Shotgun für den C64. Ha, es geht doch nichts über Pixel und knallorange Wände. Apropos C64, auch Commodore-Fans kamen natürlich voll auf ihre Kosten. Viele unterschiedliche C64-Modelle standen zum Ausprobieren bereit, aber natürlich auch Amiga in vielen Varianten. Und dann schlendere ich so durch den Retro-Bereich und was sehe ich da? Da ist er! Mein Schatz! Oh mein Gott, wer mich kennt, weiß, wie sehr ich diesen Computer mag. Obwohl ich ihn bis zu diesem Tag noch nie in Natura gesehen habe. Ein SX64. Seit ich in der Kindheit im WDR-Computerclub diesen tragbaren Commodore-Computer im TV gesehen habe, war ich fasziniert von dem Gerät. Und jetzt konnte ich endlich einmal auf der Tastatur rumtippen. Ah, es war toll. Naja, und so ging ich dann mit einem Lächeln auf den Lippen zufrieden zum Auto zurück, um die Heimreise anzutreten. Und ich schließe diesen kleinen Beitrag über die Retro-Seite der Gamescom mit den weisen Worten eines Arbeitskollegen: Die Welt braucht mehr Seifenblasen.